Bitte, Wutz? Ich hab gesagt, du kriegst es denn wenigstens bis 2026 mal hin, irgendwas aus deinem Leben zu machen. Boah, wird schwer. Ach, ja, 2024 ist EM. Hey Leute, was geht? Willkommen zum Kaio Guide 2020. Ist das geil. Oh, macht dann so ist gut. Das so geschnitten, so das Intro und dahinter ist dann das von 2023. Weil sich der Dreier nichts verändert hat. Aber ich mach trotzdem ja. So halbe Mio Klicks. So ganz ein anderer Mensch, der hat jetzt 2026 wieder so Vollbart, auf einmal so wieder so gar nicht. Wahrscheinlich Vollbart, Digga. Noch im Kinderzimmer. Ja, du bist immer noch im selben Zimmer. Ja, immer noch der gleiche BVB-Kalender. Ist immer noch nicht verloren. Aber wenn er noch einmal umgeklappt wird in seinem Leben, ich weiß ja nicht. Da hat er mal 2023 den genau selben Anfänger-Guide hoch. Immer noch kein Spenden-Alert. Nachtclub-Guide kommt. Nachtclub-Guide kommt. Kommt auch mal ein Video online. Oh Junge. Und jedes Video aufs Neue, die Jokes. Ja Jungs, guter Content kommt bald. Zweiter Kanal läuft nur durch Reacts auf die alten Kaio Guys. Oh, das wäre so herrlich. Oh Digga. Das wäre eigentlich ein richtig gutes Video, wenn du einfach auf deine Videos reagierst und dir die ganze Zeit Props gibst. Alter, das ist so gut gemacht, ey. Das ist so gut gemacht, Digga, ist das gut gemacht. Ey, da muss ich mir mal selber auf den Schulter klopfen, das habe ich einfach nicht gemacht. Junge. Alter. Immer noch das Astra 50 auf dem Kopf. Und jedes Mal drüber aufregen. Ja, so eine Scheiße. 24er immer noch nicht stattgefunden, weil die alle sehr abonniert haben. Ja, Jungs, bald 24er, kommt. 24er, kommt. Du machst die FIFA-Game so 80 Videos am Tag, die gehen in so eine Minute. Da steht dann irgendwie sowas wie 30 Millionen Geldglitch und dann lässt es einfach so in 10 Sekunden wie so eine Kuh irgendwo hinscheißt. Heavy random. Einfach mal Shorts. Halt dein Video einfach so in 10 Shorts auf. Immer richtig cool. Da einmal das gleiche Highlight-Video von August 2020 hochgeladen. Immer noch Songkompe mit Pimmel mit Persilwaschen. Ja, du gehst im Chat und ausgezeichnet Gewinner-Songs, so 3 Seiten lang. Jeder Song hat schon mal gewonnen. Jeder Song einfach. Alle Song hat schon mal gewonnen. Es gibt keinen Song, der noch nicht gewonnen hat. Keinen mehr. Oh, das ist geil. Wirklich, egal was man einsendet, ja, Gewinner-Song. Außer Pimmel mit Persil. Der wird jedes Mal gelöscht. Ja, Jungs, Pimmel mit Persil brauchst du nicht einsenden, alles gut. Ich lösche 16 Mal raus. Er steht auch immer auf seiner gammeligen PS4 rum, die lauter ist als er. Ja, also meine PS4 ist gottlos laut. Digga, seine PS4 ist auch gottlos laut. Oh, Junge. Ja, herrlich. Ist echt ja, herrlich. Und natürlich steht er auch immer noch in seinem 30 cm Bett. Ja, Shoutout geht raus an Malm, Digga. Heißt es nicht Malm bei Ikea? Oder wie heißt es? Ja, Malm. Das gibt's auch in groß übrigens. Nee. Ja, stimmt, du hast es in groß, gell? Ja. 2 Meter, Bro. Jeder hat es in groß. Ist krass. Das hab ich auch. Junge, wo kam der Rant eigentlich her jetzt, Digga? Holy shit. Da war es, da saß ganz tief was drin. Für meine kleinen Stretchers, alles für euch. Ey, sie Stretcher, Mann. Ey, Alter, der Bray gibt auch noch sein Comeback. Ey, die Stretchers läuft wieder auf der Weihnachtsfeier. Stell dir mal vor, Simon würde am Anfang vom Streamer sagen, moin meine Stretchers. Was it real or just pretend?